Diese Ziege, die sieht aus, ey. Gut. Ja. Also das Blütenwelkdeck, das läuft noch nicht ganz so rund, muss ich sagen. Da muss ich extrem was austauschen noch. Der flötende Rattenfänger. Guck mal kurz, was wir da machen können. Also, wir haben ja hier diesen Drachen drin, ne? Ich glaube, das ist auch immer noch so das Beste, was wir in diesem Deck haben. Belodross Blütenwelk. Aber, ja, den auszuspielen kostet halt. Beherrschen der Unendlichkeit. Ich glaube, das Ding kann ich aus dem Deck entbannen. Das ist eh viel zu stark. Das kriegen wir nie ausgespielt. Dafür irgendwas Günstiges noch rein. Vielleicht die unkündbare Tintenmagierin. So. Aber irgendwie. Rotation. Das könnte ich vielleicht auch einmal reinnehmen. Dafür dann durchpreschen, einmal raus. Mal gucken. Kleinigkeit. Mal gucken, was da sich machen lässt. Immer diese. Ja, nimm den Zackenskorpion weg. Oder auch nicht. Einfach alles ausspielen hier. So. Ach, schon wieder dieses Ei.
Einfach mal alles angreifen. Der ist eh bedrohlich. Das heißt, der kann nur von zwei oder mehr geblockt werden. Ja, was denn? Da musst du aber noch einen nehmen. Okay. Eins plus eins Marke, das heißt, die wird ja stärker. Ach ja. Mal gucken, was passiert. Daran denken, morgen ist Muttertag. So. Passiert hier noch was? Muss ich die Gegner immer daran erinnern, dass er dran ist? Zeitüberschreitung verwendet. So, dann halt nicht, ne? Zug des Gegners.
Mich wundert, dass das hier nichts passiert. Du bist dran. Hallo. Du bist dran. Dann gewinne ich halt so. 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 Also er ist dran. Okay. Immer den Gegner dran lassen, damit er das nichts macht oder halt verliert. Ja, der wird sich denn auch denken, wenn er wieder kommt. Hey, was ist da passiert? Mir ist es egal. Ein Basislager. Das Basislager kommt getappt ins Spiel. Für Tappenerzeuger ein farbloses. Für Tappenerzeuger ein Mana einer beliebigen Farbe. Verwende dieses Mana nur, um einen Kleriker, Krieger, Räuber oder Zauberer Zauberspruch zu wirken oder um eine Fähigkeit eines Klerikers, Kriegers, Räubers oder Zauberers zu aktivieren. Naja, wegen Abenteuergruppe und so. Gut. Spielen. Let's go, der Hase. So, einfach mal was rausholen. Ah ja.
Das Problem ist halt einfach, dass du hier, um die Hexerei zu wirken, extrem viel Mana brauchst. Eigentlich ist der flachsblonde Eindringling jetzt auch nicht so die Monsterkarte. Okay. Muss halt immer irgendwie wieder was rausholen eigentlich. Und zerpufft er ins Nichts. Erlebnis. Mit Quantrix werde ich nicht so ganz warm. Also wie Prismari, also alles, was blau beinhaltet. Ja, gleich ist der halt weg, klar. So. Erstmal keine gute Karte gezogen. Absturz nochmal. Ja, wow.
Das wilde Hochland. Das hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Ich sag ja, wir sehen alle davon. Ja. Hier haben wir ja schon drei, ne? Dschungellichtung, Dornwaldfälle, wildes Hochland. Gehören alle dazu. Oder halt die verlassene Ödnis. Gegner, du bist dran, du kannst angreifen. Weiß zwar nicht, auf was du wartest, aber... Ich habe das Gefühl, das Spiel ist nicht so... hat so eine schlechte Performance. Warum können sonst manchmal die nicht spielen? Ich weiß es nicht. Aha, er macht was. Mal gucken, was er da... Erstmal was lesen. Aha, aha, aha. Ah ja, okay, weiter. Ich habe kein Removal. Ich kann einfach damit nichts machen. Ich kann nur... Ja, hallo. Aha. Cool. Cool. Bringt dir nichts, die Fähigkeit. Aber okay. Ja, gut. Kann natürlich in dem Fall angreifen. Ich habe viele Länder, aber ich habe nicht so viele gute Karten. Spätestens jetzt muss er merken, dass ich eigentlich nichts habe. So. Ist dein Zug, ist halt der erste Schlag. Ja, gut. Sind beide Spontanzauber. Na toll.
Also, hier sieht man mal übrigens den Unterschied zwischen Kuntort und Blütenwelk. Das Blütenwelk, der kann nichts. Ich helfe ihn einfach noch, damit er sieht, was ich habe. So. Ich habe einfach nichts. Ich weiß ja nicht, ob ich die Karte ausspiele oder nicht. Ich habe ja eh nichts. So. Niederlake. Will gewinnen. I will win. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. J-P89. Guck mal, da haben wir ja was. Ja. Will jeder Spieler eine Karte? So, da haben wir den Tempel der Eingebung mit Hellsicht. Tschüss, Toski. War schön mit dir. Ein Gebirge. Ein Schock. Und einmal Optionen. Ist ja auch. So. Ist ja aktuell nicht. Doch, hat er Doppelschlag. Achso, das sind das. Drei oder mehr spontan an deinem. Hä? Nee, aktuell hat er keinen Doppelschlag. Er hätte Doppelschlag, wenn. Aber aktuell ja nicht so. So. Ein Wald. Quasi die und die hat dasselbe.